So, da bin ich wieder. Ich habe meine Trace mal wieder hergestellt. Und ja, jetzt sind wir wieder auf der Internal Service Machine von Uplink. Und ich wollte mal den Progress angucken. Durch die Missionen, die wir ja gerade gemacht haben, ist Faith auf jeden Fall zwei Versionen vor Revelation. Das ist schon mal gut. Was steht in den News? Wann war das? 11.05. War gestern gewesen. Ich glaube, ich habe nicht vorgespult. Ja, ist immer noch der Ex-Mörder. Also, spulen wir hier mal wieder vor. Da. Central Mainframe compromised. Also, das ist die Bestätigung, dass wir auf dem IRC-Server waren. Da, hier steht auch IRC Central Mainframe stored most of its critical data on standalone file server, also den Server, den wir über die LAN hacken mussten. Und es hat noch keiner geschafft, irgendwie davor auch darauf zuzugreifen auf diesen File Server. Diesmal haben wir es ja geschafft. Und daraus lässt sich schließen für Sie, dass Mitarbeiter daran beteiligt sein mussten. Und sie haben diesen Wireless-Router gefunden, welcher es ermöglicht hat, dass wir uns auf den File-Server connecten konnten. Ja, also wir sind in Anführungszeichen aufgeflogen. Pech gehabt, die Daten sind weg. Was ist hier denn los? Ah, okay. Das LAN von der Runemove wurde angegriffen. Und dadurch wurden ein paar Forschungsdaten gelöscht, was unseren Faith-Status wieder ein bisschen zurückgeworfen hat. Aber nicht so schlimm, wir sind immer noch vorne. Network Tech interessiert uns nicht. Schon wieder ein Agent arrested. Tricky heißt er. Wurde gepackt, weil er eine Bank überfallen hat. Ja, keiner aus der Top 10. Okay. Ach so, ich kann mal noch mal schauen nach Missionen. Nix. Wir sind Rang 4 übrigens, also das vierthöchste, was man überhaupt sein kann. Und ja. Müssen wir mal schauen, einfach mal weiter vorspulen. Parametric gehackt. Das waren wir ja auch, aber das war nicht die Meldung gewesen. Advanced schon wieder gehackt. Wird Zeit für eine Mission, Freunde. Schickt mir mal einen Brief. Na, geht doch. 1 Cent on Loan? Was los? Ich dachte, ich hätte das alles zurückbezahlt. Unglaublich. Kann doch nicht sein. Apropos Aktien, kann ich auch mal eben schnell drauf gucken. Die Knight-Aktie, die wir gekauft haben, müsste ja jetzt ein bisschen nach oben gegangen sein. Ah, 3 Cent.
wenn wir 6000 Gewinn machen. Ach, egal. Brauchen wir eh nicht. Da haben wir eine Mission bekommen. Oh, da geht's schon los. Sind schon ein paar Server betroffen. Okay. Gut, ja, in den News steht halt, in Anführungszeichen, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, den Virus zu starten, da ja halt Forschungsdaten von Darwin geklaut wurden und so weiter und so weiter. Schauen wir mal, wie es mit Revelation aussieht. Okay, wir sind immer noch einen besser, wunderbar. Und da jetzt gleich die Party abgeht, räume ich hier mal kurz auf. Revelation, ja, den Tracer kriegen wir wahrscheinlich gleich einen neuen. Ich lese erstmal die Mission durch. Okay, unser Tracer-Programm hat uns informiert, dass Revelation released wurde oder veröffentlicht wurde und ja, das sieht man ja auch, drei Server sind schon betroffen. Nur eine kleine Anzahl, hallo Domba, nur eine kleine Anzahl an Systemen ist bis jetzt infiziert, aber es werden wohl mehr werden. Und das ist das, was wir planen. Revelation wird Systeme infizieren, wartet dann für ein paar Minuten und verbreitet sich dann in andere Systeme. Und die originalen infizierten Systeme oder die Vorgänger werden dann offline gehen. Und falls mehr Systeme infiziert werden, sollten wir, ich mach mal auf Pause, sollten wir keine Chance mehr haben, das aufzuhalten. Jetzt sollen wir den Revelation Tracker runterladen von dem File-Server, den anmachen und dann sehen, welche Computer alle infiziert sind. Und wir müssen Faith runterladen, den Countervirus, und diesen dann auf das infizierte System hochladen und ausführen. Es ist nicht viel Zeit. Bla 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 bla. So, jetzt geht die Party ab. Auf geht's. Wo ist der File-Server? Da ist der File-Server. Entspurt. Faith in Chaos. Genau. Hoffnung bzw. Glaube im Chaos. So, den Tracker. Und den Countervirus an sich. Auf geht's. Oh, 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 oh. Na, das wird ja spaßig. Thank you.
Euer Ernst? Oh, noch ein Mainframe-Server, das ist so ein Witz. Wow. Ja, den hat schon zerrissen, ey. Wie schwer muss ich denn sein hier? Das wird ja lustig. Quadra Software.
So, einmal kurz gucken, was sie von mir wollen. A rumor has been busted. Okay, es werden. Das sind die letzten zwei Systeme hier, die noch infiziert sind, weil ARC wurde gepackt. Und wenn wir das jetzt schaffen, einzudämmen, die infizierten Systeme, dann haben wir es geschafft. Dann ist Revelation besiegt, ein für alle Mal. Gut, dann machen wir mal weiter, ne? Nächste. Letzter Server. Oh oh. Den hat's zerrissen. Action Solution. Nein, 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 nein. Disconnect. Sind die alle voll, die Server? Das ist auch so. Verified.
Geschafft. Boom. Wow. Wow, geschafft. Oh, das war stressig, auf jeden Fall. So. Die haben wir gelesen. Hier eine neue. Revelation has been destroyed. Okay. Ich habe Revelation nicht nur gestoppt, sondern ich habe es komplett zerstört. Also es gibt keine Spuren mehr von diesem Virus. Andromeda Research Corporation has been raided. Also die wurden halt komplett von den Polizisten überwältigt und wie nennt man das? Mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Ja, die sind halt da eingestürmt bei denen und haben alles konfisziert und halt verhindert, dass nicht noch mehr Schaden gemacht werden kann. Und die Hauptverantwortlichen des Unternehmens werden halt zur Rechtschaffenheit gezogen. Und nochmal Danke von Arunmore kommt die. Und dann die letzte. Ja, gut, ich bin jetzt wahrscheinlich positiv nach oben gegangen jetzt, im Hackerrang, aber immer noch negativ durch die ganzen Banken, die wir ausgeraubt haben. Und, naja, gut, ja, wunderbar, Welt gerettet. Wow. Unglaublich. Mal ein bisschen vor. Okay, hier steht es auch noch mal in den Nachrichten. Ist vorbei. Okay. Es wurden auch Uplink-Agenten, die haben nämlich für RAC gearbeitet, manche. Da wollen wir mal schauen. Ja, aus den Top 10 war es keiner gewesen. Die haben wahrscheinlich alle mitgeholfen. Ja, hier ist nochmal das alles zusammengefasst, dass ich oder wir Uplink-Agenten es geschafft haben, den Virus einzudämmen. Und, ja, Kunai! Junge! Ja, und die Bullen wollen halt erstmal nichts weiteres dazu sagen. Ja, die Geschichte geht trotzdem weiter. Die Hacker sind noch fleißig am Banken überfallen. Die Story an sich ist aber jetzt vorbei. Das war's erstmal mit der Story. Und wenn man für ARC arbeitet oder sich für den Weg mit ARC für den Weg entscheidet, ist das alles ein bisschen einfacher. Man muss quasi nur zusehen, dass Arunmore zerstört wird, damit die den Virus nicht herstellen können. Den Antivirus nicht herstellen können, und dann muss man einfach das Internet zerstören mit dem Revelation-Virus. Danach ist das Spiel aber vorbei. Also danach gibt es nichts mehr zu tun, weil das Internet ist zerstört, also endet das Spiel somit. Und das wollen wir ja nicht, wir wollen ja hier noch ein bisschen Faxen machen, gucken. Ein paar Easter Eggs noch holen und dann ist auch die Reihe hier beendet. So, ich mache erstmal einen Cut, dann überlege ich mir, was wir als nächstes machen und wie wir das vor allem als nächstes machen. Und ja, dann denke ich mal, im nächsten Video wird das dann ein bisschen klarer sein, was noch... Oder auf was ihr euch noch freuen könnt, was euch noch erwartet. Ja, Missionen gibt es eine Menge, zwar keine hochrangigen, aber ein Ziel haben wir auf jeden Fall noch, und zwar unseren Grad 4 auf Grad 1 erhöhen. Und hier unten haben wir übrigens auch die Auszeichnung. Hier zum Beispiel, dass wir diese Story-Mission gemacht haben. Na gut, ich mache erstmal Pause. Bis später!